Was genau ist eigentlich ACT, wenn Sie es vielleicht mal kurz zusammenfassen könnten für die Zuhörer? Und wo ist vielleicht auch der Unterschied zur Achtsamkeit, wenn man das jetzt als zwei verschiedene Konzepte aufgreift? ACT heißt Akzeptanz- und Commitment-Therapie und bedeutet einerseits, das ist der Akzeptanzteil, dass ich mich allen Erfahrungen, schwierigen Gefühlen, Gedanken, Wahrnehmungen stellen kann, dass ich die Bereitschaft habe, sie zuzulassen, mich auf sie einzulassen, sie wohlwollend zu betrachten und aber gleichzeitig, das ist der Commitment-Teil, engagiert nach meinen Werten zu handeln, aus dem herauszuhandeln, was ich so im tiefsten Inneren spüre, was mir wichtig und wesentlich ist. Wir haben also quasi so einen Achtsamkeitsteil da drin und dann haben wir aber auch einen sehr verhaltenstherapeutischen Teil, wo es um Werte- und Zieleklärung geht und wie kann ich mich committen, wie kann ich in die Richtung marschieren, wie kann ich Strategien wählen, die mir wichtig sind und wo es langgehen soll, auch wirklich umzusetzen. Und das ist das Schöne an dem ACT-Ansatz, glaube ich, dass es so wirklich diese beiden Anteile hat. Dieses Zulassen von Dingen, die ich vielleicht wenig verändern kann in meinem Leben, weil Gedanken und Gefühle, die aufpoppen, die passieren nun mal. Die muss ich mir auch nicht irgendwo vorher verbieten und kann ich ja auch gar nicht. Aber dass ich da, wo ich Handlungsspielräume, wo ich Freiheitsgrade habe, dass ich da aktiv werden kann und die Dinge gestalten kann. Nämlich im Verhalten. Ja, das ist interessant, weil also viele Betroffenen machen ja instinktiv natürlich den, ich sage mal in Anführungsstrichen, den Fehler, dass man erstmal versucht zu kämpfen. Also man akzeptiert ja gar nicht und man versucht dann gleichzeitig vielleicht dann auch die Sachen, unangenehme Gefühle, Gedanken loszuwerden. Und das finde ich interessant an ACT, dass dieses Commitment dann ja auch im Vordergrund steht, dass man sagt, okay, man will vielleicht gar nicht mehr sich darauf konzentrieren, bestimmte Dinge loszuwerden, sondern man hat, ich glaube, man spricht von Annäherungszielen dann, glaube ich, oder? Man hat bestimmte Ziele im Fokus und bestimmte Werte im Fokus, an denen man sich dann stattdessen orientiert. Das finde ich interessant. Was sind denn sonst noch Ziele von ACT? Also man kann sagen, es gibt eigentlich so drei Bereiche. Auf der einen Seite ist dieses Gegenwärtigsein, sich zentrieren auf das Wesentliche, so ein Element, was sich auch in den Bereichen der Gegenwärtigkeit zeigt. Also es gibt so sechs Bereiche, kann man sagen, das Hexaflex, um das schon mal vorwegzunehmen, wo es quasi um Qualitäten geht, die ein Mensch haben kann, um flexibel im Leben zu sein. Und da ist die Gegenwärtigkeit ein ganz wichtiger Aspekt, also präsent im gegenwärtigen Augenblick sein, zulassen, was ist, auch wirklich im Hier und Jetzt alle Erfahrungen zu erkunden, sich auf das einzulassen, was gerade geschieht, nicht in der Zukunft und Vergangenheit festzustecken. Und das andere ist das selbst als Kontext auch was ganz Spannendes, also zu sehen, es gibt ein unberührbares, unzerstörbares Selbst hinter allen Dingen, hinter allen Wahrnehmungen, was auch durch den Zwang nicht zerstört werden kann, was einfach ja, wie Leuchten im Hintergrund ist und mich einfach auch so durchs Leben weiterleitet und ein Stück weit auch tragen kann. Und der zweite Aspekt neben diesem Zentrieren auf das Wesentliche ist die Akzeptanz von dem, was ich auch nicht ändern kann. Und das ist zum einen eben die Akzeptanz schwieriger Gefühle und Gedanken und Empfindungen, die einfach passieren, mir als Mensch passieren in meiner Lebendigkeit mit allen existenziellen Gegebenheiten, unter denen wir leider auch stehen, manchmal in schwieriger Weise. Und die Diffusion, also dass ich mich nicht identifiziere, gerade auch mit den Gedanken, dass ich wirklich einen Abstand finde und Beobachterin meiner Gedanken sein kann. Und der dritte Aspekt wäre dann eben dieses, was wir schon hatten, auf die Dinge selbstbestimmt zuzugehen, umzusetzen, was mir wertvoll ist im Leben. Also zusammengesetzt aus der Werteorientierung und dem konkreten Commitment dieser Umsetzung meiner Werte. Ich frage mich witzigerweise manchmal so ein bisschen, wie soll man denn Expositionen machen, ohne das im Hintergrund zu haben? Also Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Salz in der Suppe. Gut, das haben Sie jetzt vielleicht zur Achtsamkeit gesagt, aber bei ACT gilt das ja bestimmt genauso. Ich frage mich dann wirklich, wenn man jetzt wirklich ganz schlimm in seinem Zwang drin steckt, wie man dann noch Expositionen machen soll, wenn man jetzt nicht als Gegenpol hat, okay, ich habe vielleicht für mein Leben die und die Ziele, ich verfolge die und die Werte und weil ich mir dessen bewusst bin, mache ich jetzt die Exposition. Deswegen bringe ich jetzt den Mut auf. Und also deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass viele Betroffene auch eine Abneigung gegenüber der Exposition haben, weil sie halt dieses dahinterliegende, was man dann vielleicht auch mit der Exposition erreicht, nämlich dass man mutig ist und dass man hinterher vielleicht auch stolz auf sich ist, dass man sein eigenes Leben weiter nach vorne gebracht hat und ja, weniger versucht, an Dingen oder gegen Dinge zu kämpfen, gegen die man auch nichts machen kann, an dem man nichts ändern kann. Ja, sehr schön gesagt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es letztlich in der Exposition, wie Sie auch sagen, gar nicht anders geht. Sonst habe ich eher sowas von Verhaltensoptimierung, ne? Dass ich vielleicht automatisierte motorische Strategien ein Stück weit aufbrechen kann. Oder dass ich vielleicht so Verhaltensexperimente mache, wo ich mal eine Hypothese teste. Aber wenn ich mich dem voll und ganz hingebe, was geschieht? Und eigentlich wollten wir das ja in der Exposition schon immer. Ne? Also letztlich ging es auch früher darum, Gefühle und Gedanken zuzulassen und nicht zu unterdrücken. Das hat ja Frau Lackert schon vor ganz vielen Jahren auch mit der Lastwagen-Metapher gesagt. Ne? Also, dass ich wirklich das alles da sein lasse und nicht irgendwie was verhindern oder wegschieben muss. Also wenn ich das wirklich mache, dann ist es letztlich was automatisch in eine Achtsamkeitshaltung führt oder sehr kompatibel ist mit ACT, wo alle ACT-Paradigmen realisiert sind. Gibt es denn bei ACT etwas Bestimmtes, spezielle Dinge zu beachten jetzt für die Zwangsstörung? Weil ACT ist ja ein störungsübergreifendes Konzept, was für viele Störungen funktioniert. Und ich glaube, da gehen wir später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Es wird häufig thematisiert, dass ja die Gefahr ist, wenn man jetzt ACT als Konzept hat und vielleicht als jemand mit einer Zwangsstörung dann ein Buch liest, was nur speziell für ACT ist, aber nicht speziell für ACT und Zwangsstörung, dass man vielleicht die Gefahr läuft, gewisse Dinge falsch zu verstehen, die eigentlich vielleicht auf die Zwangsstörung angepasst werden müssten. Können Sie dazu was sagen? Ich kann mir vorstellen, dass eine Gefahr vielleicht ist, dass man einen dieser 6 Prozesse, die ich vorhin erwähnt habe, zu sehr betont und andere vermeidet. Also beispielsweise, dass ich die Werteorientierung sehr ernst nehme und das ist ja auch was Kostbares, aber dass ich darüber hinaus nicht wirklich ins Commitment gehe. Oder dass ich mich sehr auf die Diffusion stürze, also diese distanzierte Haltung gegenüber Gedanken und immer wieder auch versuche, dadurch mich zu befreien von unangenehmen Gefühlen oder schwer aushaltbaren Zuständen. Aber im Grunde ist es eher eine Art von Neutralisierung. Ich muss immer wieder diese Distanzierung betonen und gehe nicht wirklich ins Erleben. Dann wäre es wichtiger, dass ich auch wieder den Akzeptanzteil, also die Begegnung auch im Erleben, dem Zwang, ne? Weil der immer ja auch diese emotionale Komponente hat, die sich vielleicht auch körperlich äußert in bestimmten Symptomen von Gefühlen, dass ich immer wieder auch die im Blick habe. Wie können denn Betroffene ACT anwenden? Gibt es bestimmte Techniken? Also ich weiß, das ist ja ein riesiges Feld. Es gibt, also muss man auch dazu sagen, es gibt sehr viele Bücher dazu, sehr viele gute Bücher auch. Ihr speziell als Zwangsstörung natürlich Ihr Buch auch im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das einzige, wenn ich mich sogar nicht täusche. Aber was können Betroffene konkret machen und wie könnten Sie vielleicht ACT im Alltag integrieren? Einfach nur, um so ein paar Anregungen zu geben, was denn ACT dann im Alltag bedeuten könnte. Also ich könnte schon mal anfangen, dass ich zunächst mich frage, will ich meinen Zwang loswerden und wenn ja, warum? Und dann auch erstmal nochmal meine Werte sammeln, weil die ja unheimlich Kraft geben können, wie so ein Leuchtturm, der mich dann auch antreibt, die anstrengende Exposition auf mich zu nehmen. Ich könnte zum Beispiel meine Collage machen mit den Dingen, die mir wichtig sind in meinem Leben, aus Zeitschriften, Artikeln, was auszuschneiden. Oder es gibt auch im Internet viele eher kognitive Ansätze, wo ich Prioritäten für mich herauskristallisieren kann. Was zählt für mich eigentlich im Leben? Wie will ich die nächsten Jahre verbringen, trotz und mit Zwang oder vielleicht mit weniger Zwang, um anschließend zufrieden mit mir zu sein in meinem Alltag. Oder ich kann mir bestimmte imaginationsorientierte Übungen, wo es auch ganz viele schon gibt, in den Büchern auch mal vornehmen, dass ich vielleicht erstmal nochmal für mich klar habe, darum geht es mir eigentlich, ja, dass ich so einen Antriebsmotor habe. Dann kann ich mich fragen, wie sehr ist denn für mich das Problem, dass ich eher vielleicht wirklich in Sorgen über die Zukunft, was ich jetzt wieder bewirkt habe mit Zwangsritualen, die ich nicht ausgeführt habe, nicht richtig ausgeführt habe, ob ich vielleicht eher davon getrieben bin oder vielleicht auch über die Vergangenheit viel mehr nachgrübel, als es müsste. Und dann kann ich mir mit Achtsamkeitsübungen, mit Gegenwärtigkeitsübungen auch erleichtern, eigentlich im Hier und Jetzt zu sein. Weil man kann sich das ja so vorstellen, dass unsere Aufmerksamkeitskapazität wie so ein Gefäß ist mit einer bestimmten Menge Flüssigkeit. Und wenn ich wirklich im Hier und Jetzt bin, wenn ich mich mit allen Sinnen dem Dasein öffne, und dann bleibt nicht so viel für den Zwang übrig und für meine Zwangsgedanken. Und dann geht es eben darum, dass ich wirklich auch vielleicht schaue, wie gut gelingt es mir denn schon, auch schwierige Gefühle anzunehmen. Wenn ich mich jetzt in Richtung Exposition begebe, dann werde ich ja Situationen erleben, die ganz schön herausfordernd sind. Ja. Ich kann erstmal schauen, wie gut ist mein Kontakt zum Erleben sowieso im Alltag und vielleicht ein paar Mal am Tag auch. Zum Beispiel so schauen, welche Gefühle sind eigentlich gerade da, was spüre ich im Körper, was ist mir gerade wichtig, was möchte ich eigentlich für die nächsten Stunden und Minuten tun, ausgehend von dem, wie es mir geht, um so eine Durchlässigkeit auch nach innen zu erhöhen. Und
dann langsam vielleicht zu planen, auch Übungen zu machen, wo ich mich wirklich auch konfrontiere und diesen Gefühlen direkt begegne. Mit der gleichen Haltung offen hinzuschauen, wahrzunehmen, vielleicht damit zu atmen und sich Mut zu machen, das zu tun, was mir eigentlich wichtig ist, was ich vorher als wesentlich identifiziert habe. Vielen helfen auch die Diffusionsstrategien, also dass ich mir vielleicht auch mal Bilder überlegen kann, die für mich hilfreich sind, die meinen Zwang betreffen. Seien das jetzt die berühmten Wolken, Gewitterwolken am Himmel, die aber wieder vorbeiziehen oder die Vögel oder dass ich mich manchmal mit meinen Zwangsgedanken vielleicht so fühle, wie wenn ich durch einen Fluss schwimme und da kommen immer wieder dicke, eklige Fische, aber ich lasse sie an mir vorbeiziehen. Das ist manchmal auch schon vor Beginn der Exposition ganz hilfreich, dass ich ein Bild habe, was mir erlaubt, nicht so identifiziert mit den mentalen Inhalten zu sein. Und dann kann ich loslegen und kann Übungen machen. Natürlich ist es mit therapeutischer Hilfe immer leichter. Trotzdem kann jeder auch für sich kleine Schritte tun. Und wenn es erstmal kleine Sprossen auf der Leiter sind und mutiger werden und dann immer mehr auch versuchen, sich den Alltag zurückzuerobern. Sie reden jetzt natürlich trotzdem immer von Exposition. Was würden Sie jetzt jemandem sagen, der vielleicht sagt, okay, das mit ACT, das hört sich gut an, ich mache jetzt, da muss ich ja vielleicht gar keine Exposition machen, ich mache jetzt lieber ACT. Funktioniert das, nur ACT zu machen, oder ist ACT eher so ein, ich sag mal, so ein Katalysator, um für die Exposition zu motivieren? Oder funktioniert ACT auch standalone? Ich glaube, es funktioniert nicht ohne eine Form der Exposition. Also letztlich versteht sich ja auch ACT als eine Fortführung der Verhaltenstherapie mit etwas anderem Schwerpunkt. Und in dem Moment, wo ich mich für meine Ziele committe und wirklich die Dinge tue, die mir wichtig sind, da exponiere ich mich automatisch, wenn ich auch akzeptiere, was in meinem Inneren passiert und es nicht verdränge oder bekämpfe in dem Augenblick. Ja. Da bin ich mitten in der Exposition drin. Das heißt, ich kann es mir eigentlich gar nicht getrennt vorstellen. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Und wenn man jetzt ACT und ERP, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung, wie wirksam ist jetzt eigentlich ACT bei Zwangsstörungen, jetzt wo es ja auch in die Leitlinien mit aufgenommen wurde, und wie wirksam ist es auch im Vergleich zu der klassischen oder der ersten Empfehlung Exposition und Reaktionsverhinderung? Gibt es dazu Daten? Der Nachteil ist, dass es relativ wenige Daten noch gibt im Vergleich zu dem riesigen Berg an Daten, die es zu klassischer Exposition gibt. Aber die Daten, die es gibt, haben eine vergleichbare Wirksamkeit gezeigt. Da gibt es so zwei bekannte Studien von TUIC, in denen die Patientinnen und Patienten, die ACT gemacht haben, genauso gut abgeschnitten haben wie in der Vergleichsgruppe. Also in der zweiten Studie und in der ersten Studie weitaus besser abgeschnitten haben, als wenn sie progressive Muskelentspannung gemacht haben, wobei das klar war. Aber die Besserungsraten sind total vergleichbar mit denen von Patienten, die klassische KVT gemacht haben. Der Nachteil ist einfach nur, dass es noch nicht so viele Studien gibt. Eigentlich gibt es 4 relativ fundierte Studien bislang nur. Und deswegen sollte man jetzt auch vorsichtig sein, jetzt irgendwie allen ACT überstülpen zu wollen, weil man einfach eine kleine Stichprobe auch nur hat. Ne? Interessanterweise haben sich die Menschen in der Studie von TUIC, die noch nicht so alt ist, jetzt auch in anderen Maßen, die eigentlich eher ACT-spezifisch sind, wie zum Beispiel psychische Flexibilität oder auch eine Toleranz von schwierigen Erfahrungen, gleichermaßen gebessert in der Gruppe von der KVT wie in der ACT-Gruppe. Was auch nochmal dafür spricht, dass wahrscheinlich richtig durchgeführte Expositionstherapie ähnliche Prozesse katalysiert wie ACT und ACT ähnliche Prozesse wie klassische KVT. Ne? Also das fand ich ganz interessant.